Hallo, ich bin Jasmin. Im heutigen Video sprechen wir über Hyaluron und ich möchte Bezug nehmen auf ein Video von Gnu, alias Jasmin K. Die berichtet nämlich von ihren eigenen Erfahrungen mit Hyaluron. Wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Wir fangen jetzt an. Hyaluron an sich ist eine durchsichtige, elastische Flüssigkeit, kommt in unserem Körper vor, wird aber mit dem Alter abgebaut. Das hat sich natürlich die Schönheitsindustrie zunutze gemacht und hat Cremes entwickelt oder Kapseln mit Hyaluron. Aber seit einigen Jahren sind eben auch sogenannte Filler, also Unterspritzungen mit Hyaluron, voll im Trend. Wie so oft wird die Methode als sicher dargestellt und Injektionen können natürlich Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen, Blutergüsse. Aber nur in den seltensten Fällen kommt es zu drastischen Komplikationen. Ein so ein Fall ist zum Beispiel, dass Personen erblindet sind, weil einfach Blutgefäße getroffen wurden bei der Unterspritzung. Und dann kam es zur Mangeldurchblutung und die Person hat leider ihr Augenlicht verloren. Hyaluron bewirkt eine elastischere Haut. Es können Falten aufgepolstert, unterspritzt werden. Ganz häufig findet man auch Hyaluron in den Lippen. Und das Versprechen ist, dass Hyaluron über die Jahre abgebaut wird und dass man das Ganze auch wieder rückgängig machen kann und das Hyaluron auflösen kann. Da gibt es aber einige Probleme und dazu zeige ich euch jetzt mal ein paar Ausschnitte aus dem Video von Gnu. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen, da mir damals versichert worden ist, wenn du Hyaluronsäure nimmst, dann wird danach wieder alles so wie davor sein, spätestens nach 2 Jahren. Als ich später dann die Bilder von der lieben Alicia gesehen habe, dass nämlich die Hyaluronsäure sich verschiebt im Gesicht, wurde ich ein bisschen nervös. Denn ja, Leute, auch ich bin damals absolut diesem Fillerwahn verfallen und habe mir nicht nur die Lippen machen lassen. Ich finde richtig toll, dass Jasmin darüber spricht, dass sie selbst Hyaluron benutzt hat und sich auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Also sie gibt an, zum Beispiel an Kinn, Lippen und unter den Augen das verwendet zu haben. Und unter den Augen hat sie es auch relativ schnell wieder entfernen bzw. auflösen lassen. Denn häufig ist es so, dass Hyaluron absackt. Ja, ich zeige euch hier mal ein paar Bilder, wie das aussehen kann. This chronic or at times intermittent swelling around the teardrops. And the reason it happens is because these products block the lymphatics. Mit der Zeit geht es einfach nach unten und die Personen haben dann ungefähr hier solche Schwellungen unter den Augen. Ja, dann doch lieber Augenringe, oder? Und das ist auch das Problem. Man kann Hyaluron spritzen, aber wie der Körper das abbaut, wie schnell der das abbaut und wohin das eventuell rutscht, das kann man eben nicht beeinflussen. Und in dem Video spricht auch Jasmin einen Arzt an, Dr. Chan, der auch MRT-Bilder ausgewertet hat. Und man sieht, das Hyaluron baut sich doch teilweise nicht ab, sogar nach Jahren nicht. Ihr seht das hier an den weißen Flächen im MRT. Und Jasmin alias Gnu hat dann gesagt, oh, jetzt kriege ich ein bisschen Angst, ich möchte auch bei mir gucken und hat dann Ultraschallaufnahmen machen lassen. Und da sieht man eben, dass auch sie Unterlagerung hat mit Hyaluron und sie zeigt auch eine Stelle am Kinn, bei der das Hyaluron auch verrutscht oder abgerutscht ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch schon mal darüber nachgedacht habe, mir Hyaluron spritzen zu lassen, weil mir auch die Aussage, dass Hyaluron ja körpereigen ist und dann abgebaut wird, oder man das rückgängig machen kann, totale Sicherheit gegeben hat. Aber ich bin richtig froh und dankbar, dass Dr. Chan und auch Jasmin alias Gnu jetzt darüber spricht, dass das eben nicht so ist. Zum Teil gibt es auch die Problematik, wenn man das auflösen möchte, dass dann auch körpereigenes Hyaluron zumindest für eine Zeit mit reduziert wird. Das heißt, man sieht danach ja faltiger oder unelastischer als vorher aus. Und das möchte man ja einfach nicht. Also Hyaluron, super, um Falten unterspritzen zu lassen oder Lippen aufspritzen zu lassen. Aber glaubt bitte nicht, dass alles komplett abgebaut wird über die Jahre und auch, dass man nicht alles rückgängig machen kann, beziehungsweise wenn man eingreift und das rückgängig macht, kann es eben sein, dass auch das eigene Hyaluron beeinflusst wird und ihr dann ja schlechter in Anführungszeichen aussieht als vorher. Jetzt gibt es noch ein paar Ausschnitte aus dem Video von Jasmin alias Gnu und auch von Dr. Chan, denn ich finde super wichtig, dass wir alle darüber sprechen und auch
egal bei was wir machen. Ich finde es vollkommen okay, wenn man irgendwelche Eingriffe macht. Aber man sollte sich so aufklären, dass man wirklich weiß, was passieren kann und auch ganz klar sagt, okay, wenn das bei mir abrutscht, wenn ich eventuell erblind werde, das war es mir wert. I'm saying realize the reality of this stuff is when you inject yourself with something, it can stay there permanently, it can cause a problem permanently, even if we call it a temporary filler. The advice I have for patients is when I say these things, don't think that someone dissolved you and destroyed you. No, just be cautious and don't go repeat dissolve yourself. Don't keep dissolving. Like do it once and you'll probably be fine. Do it twice, you'll probably be fine. It's a beautiful tool that we have to fix errors from filler, and filler is not predictable. It's an injectable. So it's nice that we have this tool. I would say for patients though, realize you can't keep chasing this, and doctors, you can't keep injecting Dissolver like it does nothing. Das heißt, es ist ein Tool, das kann schön sein, das kann man eben gut verwenden, um auch Gesichter ein bisschen so zu unterstreichen. Aber wie bei allem, die Menge macht das Gift. Schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr über Hyaluron? Habt ihr auch gedacht, dass das sich komplett abbaut oder auch rückgängig zu machen ist, ohne Probleme? Das würde mich interessieren. Wenn du Videovorschläge hast, Fragen an mich, dann gerne auch in die Kommentare. 2015 auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Passt bitte, bitte, bitte auf euch auf und bis bald.